herzlich willkommen zur Sendung. Wirklich, herzlich willkommen zur Sendung. Das ist natürlich eine andere Idee, die jetzt hier im Moment läuft, als One-Man-Station, der vor der laufenden Kamera mit euch über Star Wars philosophiert, über Star Wars spricht. Wir schreiben heute den 30.11.2018 und im Jahr 1.1.2019 würde ich sehr gerne eine Sendung machen mit dem Inhalt Star Wars A bis Z. Dafür gibt es ja diese Freundesgruppe bei Facebook, Star Wars Freunde A bis Z. So, diese Sendung. Morgen, Grüße. Natürlich will ich keine Sendung machen, wo wir ständig unterbrochen werden, weil Kunden reinkommen. Nein, das wollen wir nicht. Nur ich habe mir die Zeit erlaubt, oder ich übernehme jetzt die Zeit, diese Art von Videoclips zu versuchen im Jahr 2019 zu beenden. Ich wünsche jetzt erstmal allen eine wunderschöne Adventszeit, und dann Weihnachtszeit, dann Neujahrszeit und dann willkommen 2019, Star Wars 2019 mit der Episode 9 im Nacken. Mit dem Resort im Nacken und mit dieser Convention in Chicago im Nacken und Disney Plus und LOL Disney ab heute überall im Internet zu erleben. Disney LOL, lol.disney gibt es einfach bei Google ein und geht auf die Seite. Das ist natürlich, wie gesagt, nur für Kinder und da sind wir beim Kern des Themas heute, Kinder. Kinder sollen an 4 und 6 angebunden werden. 4 und 6 ist alt, 73 erfunden, 77 dann ausgestrahlt und bis 41, 42 Jahre on air. Star Wars, Krieg der Sterne. Punkt, fertig, aus. So, jetzt die New Generation soll jetzt mit Zeichentrick überflutet werden, natürlich, um neue Produktlinien auf den Markt zu bringen. Darum geht's. So, meine 31 Jahre involviert in diesem Lucas LTD, Lucas Art, gibt's ja alles nicht mehr. Also in dem Geschäft von Herrn George Lucas hier in Deutschland in der sogenannten Promotion in der Welt der Spielwaren. So, Spielwaren war angesagt, hat auch wunderbar geklappt. Jeder hat irgendwo irgendwie, ja, Figuren, Flieger, irgendwas mit dem Thema Star Wars. Einer baut sogar einen Star Wars Stern, der eine kauft sogar den Falken bei Lego über 3.500 €. Meiner einer hat sich auch erlaubt, bei De Augustini den ja, zu kaufen für 1200 und den X-Wing bis 2020 auch. Ja, leider. Muss ich sagen, das sind 2.500 €. Für 2.500 € hätte ich sicherlich einen gebrauchten Wagen bekommen können, sage ich jetzt mal. Einen gebrauchten Wagen, okay, der wäre auch 2 Jahre nach TÜV wäre er dann weg. So, die beiden genannten, Falken und X-Wing, als große, ja, als große Spielwaren Ausstellung oder keine Ahnung, wie man dann ist, Spielwaren, Punkt, fertig, aus. Also ich gebe 2.500 € aus für Spielwaren, um die dann in einem Schaufenster zu stellen, damit die Jugendlichen, ne? Da die Kinder ja jetzt durch Disney angefixt werden, zu gucken bei LOL Disney und bei XD Disney und bei Classic Disney, Disney Plus demnächst etc. pp. Da frage ich mich gerade als voll Erwachsener, ja, warum gibt es kein Star Wars für Erwachsene ab 18 aufwärts? Gibt es nicht. Star Wars ist angesiedelt bei 0 und hin und wieder durch unsere FKS hier auf 12. Wir wollen gar nicht fragen, welche Damen und Herren da das begutachten. Vergessen wir das alle ganz mal. Also ich kenne die Welt, ich kenne den ganzen Quatsch. Langsam frage ich mich auch, wo sind wir eigentlich hingekommen? Irgendwie haben wir uns degeneriert, hat die Elektronik uns zurückgeschossen? Ich weiß es nicht. Wir sind alles Freunde von Star Wars und wir lieben Star Wars und wir mögen Star Wars, sonst wären wir nicht bei Star Wars. Mir persönlich ist egal, wem Star Wars gehört, ja, ob George Lucas oder Disney, weil es ist ein Produkt, dieses Produkt gefällt mir und mit diesem Produkt identifiziere ich mich und mache dadurch auch in dieser sogenannten Produktlinie solche Videoclips. Produkt Star Wars. So. Produkt Krieg der Sterne. Man kann es interpretieren, man kann es auseinandernehmen, man kann eine Lebensphilosophie daraus machen, man kann ja sogar eine Religion daraus machen. Es gibt in Australien eine Religionsgruppe, die sich Jedi nennt. War zwar als Scherz gedacht, ist dann doch ernst geworden. So, Punkt. Australien. Wir bleiben aber hier in Deutschland. Merkwürdig Deutschland, wissen wir. Merkwürdig durch Frau Merkel ist Deutschland merkwürdig geworden. Punkt. Und Star Wars wird auch ein bisschen vernachlässigt hier in Deutschland. Wir haben also auch keinen Zugriff auf Disney
Paris. In Disney Paris gibt es nur Disney und nicht Star Wars. Da gibt es vielleicht irgendwelche Rollercoaster, die da Star Wars heißen oder so, aber nicht diesen Resort, so wie jetzt eröffnet wird in Amerika. Also noch einmal, Amerika hat das große Vergnügen, dieses Produkt geerbt zu haben durch George Lucas, der sicherlich irgendwann mal eine Büste bekommt, wenn er uns auch verlässt. Es hat gerade seine Autorin ihn verlassen mit 76. Diese Autorin hat diese ganzen Sachen da geschrieben etc. Und jetzt schreiben halt neue. Neue Leute unter der Regie von Catherine Kennedy, die bei Lucas Film Ltd. das Sagen hat und das Geld sich von Disney gibt, um daraus so ein Produkt zu machen. Han Solo hat gefloppt im Jahr 2018, soll uns egal sein. Auf eine Art hat er nicht gefloppt, er hat sein Geld eingespielt. Man hätte das Geld auch woanders anlegen können, aber sie haben es halt in Solo angelegt und schade eigentlich, dass Solo nur 1 und nicht 2 und 3. Hätte sicherlich, na gut, Darth Maul als Geschichte. Auf eine Art sollte man Star Wars jetzt wirklich neu beginnen, ab 01.01.2019. Man arbeitet ja daran. Sagen wir mal so, Star Wars neu wird sicherlich mit Johnson. Ja, mit seinen drei Trilogien da wird Johnson sicherlich komplett was Neues machen. Komplett neu Disney Plus mit seinen zwei Realserien wird komplett umgestaltet werden. Also wir können uns sicherlich von Anakin Skywalker und so weiter schon verabschieden, obwohl Anakin Skywalker nicht sterben soll und seine Blutlinie sozusagen auch nicht. Sonst hätte man ja heute den 30.11. nicht 4 bis 6 als Zeichentrick der Jugend zugänglich gemacht. Ja, 4 bis 6 wird den Jugendlichen zugänglich gemacht auf Zeichentrickbasis. Hat nichts mit uns zu tun. Die einigen mögen das andere Zeichentrick nicht, dieses Resistance, mögen sie nicht. Ich bin auch noch am, also ich mag es, aber sehenswert ist es nicht, weil es ständig unterbrochen wird. Bei XD, Disney, ich muss halt warten, bis Disney Channel es übernimmt und ich muss warten, bis es auf DVD, Blu-ray zu haben ist, um es sich nochmal anzuschauen und dann vielleicht zu sagen, jo, war gar nicht mal so schlecht. Und als, ja, als Hobby, also Star Wars ist Hobby und Beruf, Beruf und Hobby, alles in einem und dasselbe, dann fragt man sich manchmal, für mich so, stelle ich dann nur die Filme ins Regal und schaue sie mir zwischendurch an. Für andere ist halt der Gegenstand wichtig, ja, die sprechen darüber, verkaufen sich gegenseitig diese Gegenstände, dieser, ne, oh, wie teuer ist denn der, was willst du dafür haben, das hätte ich gern. Okay, das ist dann die andere Star Wars Linie, merkt ihr schon, Star Wars hat Lines. Ja? In England Green Line, Yellow Line, ne? In Amerika gibt es ja auch Lines. Also alles so Lines, so Linien. Ne? Ich bin also ein Figuren-Sammler, ich bin ein Fliegersammler, also ich mag diese ganzen Star X-Wings und wie die alle da heißen und ich sammle halt diese Flieger und baue diese Flieger und stelle sie mir aus und ja, habe den ganzen Himmel voll. Andere haben auch Flieger gesammelt, nämlich normale Flieger im Ersten, Zweiten Weltkrieg oder Lions hier, habe ich auch einen Kunde, der hat glaube ich über 2.500 Flugzeuge von den Airlines im Wohnzimmer, also sieht schon Hammer aus Metall. Ja, also Lines. Jeder hat eine Linie, die er verfolgt. Meine Line ist halt Videofilm, ist klar. Wie sind die Filme zusammengesetzt? Was machen die Filme? Mittlerweile die Hörspiele, die Hörbücher. Ist halt so, macht unheimlich viel Spaß, wenn sie gut vorgetragen werden. Also ich mag jetzt kein, ja leider, Monolog. Ja, das hier ist ein Monolog von jemandem, der da spricht. Es ist jetzt kein anderer da, der irgendwie einen Dialog, und es ist auch niemand da, der hier einen Prolog machen könnte. Ich mache also im Moment eine Sendung, eine monologische Sendung. Ich bin Monolog, ich erzähle euch, ich frage euch und freue mich, wenn ihr drunter schreibt und wenn ihr gebildet seid, weil mit Gebildeten macht es unheimlich viel Spaß, die ganzen sogenannten Trolls, die da nur reinhämmern, ihren Frust raushauen, persönlich werden oder einen als Freund bezeichnen. Und dabei ist er gar kein Freund. Zum Beispiel, Morgen! So,
Freunde. Star Wars Freunde. Also ich bin befreundet mit Star Wars. Irgendwas vergessen? Nee, ich habe keinen Bock oder nichts, ne? Fällt mir mal. Kann ich ihn schreiben? Klar. Ja. Dann kann ich diesen Schnitt auch gleich für meine Kunden gebrauchen. Das Jahr ist ja zu Ende 2018. An alle Kunden, die da waren, an alle Kunden, die mitgemacht haben, an alle, die aus dem Bereich Facebook hier erschienen waren, als Kenobi, als Verein, ja auch so, begeistert irgendwie von Star Wars, aber kein Plan von Film und Foto. Grüße. Morgen. So viele Star Wars Kunden sind natürlich hier nicht. Ich habe natürlich Star Wars Kunden, die hier die Produkte kaufen möchten. Weil ich ja diese Sendung machen wollte, ich habe ja schon sehr lange vor, eine Sendung zu machen über den Sinn von Star Wars. Und dazu hatte ich ja eingeladen. Ich hatte also Clips gemacht und diese Clips sind ja auch angekommen. Es waren ja auch, wie gesagt, Leute da, aber leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Sendung ist natürlich auch eine berufliche Geschichte, weil ich ja sowas an sich tagtäglich hier irgendwo in Szene setze. Nur viele Organisationen gehen so langsam zu Ende. Brainpool gibt es kaum noch oder gar nicht mehr. Deswegen gibt es ja auch diese Stromberg-Geschichte nicht mehr. Und wenn man Facebook beobachtet, sind ja alle ehemaligen Stromberg-Schauspieler irgendwo involviert und versuchen da irgendwo wieder Fuß zu fassen. Als Schauspieler denken sich da irgendwas Neues aus, vermarkten da ihre eigenen Kinder und das alles. Das sind natürlich Sachen. Morgen! Also kein Handel findet hier statt. Das war an sich gedacht, auch die Star Wars Lounge, ja, die Star Wars Ecke, der Star Wars Raum, wo gedreht für die Sendung, war alles eine Idee. Um diese Idee zu verwandeln, umzusetzen, bedarf es an sich noch einiger Akteure oder wirklich Menschen, die wirklich Lust haben, da einzutauchen und dort mitzumachen. Ich habe natürlich sehr viele, die hinter der Kamera. Ich habe zu wenige vor der Kamera. Die wenigen, die da waren, ja, das war ja noch nicht der zündende Idee. Ne? War also noch nicht der Durchbruch. Halt, ja. Natürlich könnte ich mich jetzt auch engagieren lassen bei Saturn, Mediamarkt oder Metro, sowie diverse andere Kollegen, die da unter Vertrag sind und dann für die ihre Produkte da an die Leute bringen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte das Produkt Star Wars nicht an die Leute bringen, weil das soll Disney selber machen, da habe ich nichts mit zu tun. Mir geht es an sich nur darum, dass man wirklich über dieses Produkt Disney, über das Produkt Star Wars spricht, vor laufender Kamera und dadurch auch eine Gemeinschaft gründet, eine Gemeinschaft zusammenbekommt. Wir leben halt in einer elektronischen Welt. Ich bekomme anhand meiner Kunden leider mit, dass sie diese elektronische Welt gar nicht so gut finden. Jedenfalls an der Jugend nörgeln die leider, dass sie nur mit ihrem Smartphone beschäftigt sind und die sogenannte soziale Geschichte da nicht mehr im Auge haben. Punkt. So, Star Wars ist sozial, weil eine Bindung da steht. Also ist so ein bisschen Bindung. Wie gesagt, die einigen sind nur am Verkaufen, kaufen und gegenverkaufen. Da muss ich denen dann das Produkt besorgen und dann Handel treiben. So, diese Sendung soll kein Handel sein, diese Sendung soll philosophisch über Star Wars. Ich habe also richtig Lust, mit der Kamera zu arbeiten, mit Star Wars Freunden zu arbeiten. Morgen, Grüße. Ihr seid immer noch recht herzlich willkommen. Ja, jeder Einzelne ist recht herzlich willkommen noch zu dieser sogenannten Abschiedssendung des November 2018, 30.11. Und wir sind dann im Dezember 2018, wo wir dann wirklich, ich alleine, eine Sendung machen werde. Als Recall, wie war, wie ist, wie wird sein, Disney Star Wars. Wir haben heute schon ein bisschen rumphilosophiert bei Facebook. Da sind auch einige übereinander gekommen, dass es wirklich kindlich wird, das Ganze. Dass die jetzigen Jugendlichen, die jetzt geboren, jetzt heranwachsen, halt Zeichentrick bekommen. Walt Disney ist dann nun mal eine Hochburg des Zeichentricks. 90 Jahre alt ist Disney geworden. Und sie bringen jetzt diesen Jugendlichen
Star Wars in einem Zeichentrick-Modus Episode 4 bis 6 näher. Mit irgendwelchen Apps verbunden. Man kann also sich unterhalten. Wir waren also auch schon auf dem Channel bei YouTube. Da waren also einige schon, also 250.000 hatten sich das schon angeschaut, ist klar. Aber nur den Trailer. Wir vermissen halt die angebliche Sendung. Sollte heute kommen. Keine Ahnung, weiß man nicht. Um wie viel Uhr, haben die nicht gesagt. Weil heißt ja jetzt LOL Disney. Und bei LOL Disney kann man da rumklicken. Hat nichts mit uns Erwachsenen was mit zu tun. Man kommt natürlich durch dieses LOL Disney überall hin. Sogar in den sogenannten Disney Store kommt man hin. Und so weiter und so fort. Und man hat halt viele Undock-Stations, spielfreundlich, ganz freundlich, noch freundlicher, also kindlich, noch kindlicher. Dennoch, ich habe mit vielen Erwachsenen gesprochen, die halt also auch um die 40, 50, 60 Jahre alt sind. Die sagen auch, nimm es hin, es macht Spaß, also bin ich nicht alleine. Also mir macht es Riesenspaß, egal was. Gut, wenn ich irgendwas nicht mögen würde, sage ich es auch. Die Evo-Karawane, da kam ich nicht mit klar und mit dieser damaligen Sendung aus Amerika kam ich auch nicht so klar, aber ich habe es mir angeschaut. Liegt auch in meiner sogenannten Sammelstation, da wo alles gesammelt wird. Aber wie gesagt, ist halt so. Und jetzt muss ich halt wieder unterbrechen. Ne? Ist so. Ne? Ja. Du Störenfried, du! Ne? Ja, du störst. Meine Grüße gehen zum Sauerland. Und meine Grüße gehen zu Hamburg. Die beiden wissen genau, Thorsten Link und so weiter, Sauerland und Hamburg. Ja, ihr beiden habe ich halt gesprochen. Er sagt auch, ne, das ist halt so mit Disney, das ist halt so mit Star Wars. Ist es halt jetzt so die Zeit, wo die das machen. Die neuartige Website da, LOL Disney. Und dann die neue Website bei YouTube als Galaxy of Adventure. So, ist zwar noch kein Film da am Laufen, nur eine Vorankündigung, dass sie 4 bis 6 da irgendwas machen wollen. Die Ankündigung ist halt auch noch nicht, wie lange das alles ist, ob die jetzt die 4, 5 und 6 Staffel in der Zeichentrick für Kinder bei YouTube komplett in der Länge oder verkürzen. Jedenfalls in einer anderen Aufbereitung der Erzählung. Ja, also wird anders aufbereitet in der Erzählung. Ja, dann schauen wir mal, was da auch rauskommt. Ne? Ja, und wenn ich hin und wieder stutze, wisst ihr ja, wenn die Leute da plötzlich an der Tür stehen und reingucken, weil die ja mich irgendwie sprechen hören, aber nicht wissen, dass die Kamera läuft, finde ich das immer sehr interessant. So, viele Kunden wissen ja, dass hier gedreht wird und dass wir hier, wie gesagt, Kameraarbeiten, Studios und so weiter haben. Dann ist das schon mal, ja, ich weiß ja, du bist beschäftigt, sag ich trotzdem, ich unterbreche, komm, ich mach. Also demnächst, wie gesagt, nicht mehr solche Videoclips während der Arbeit mit Unterbrechung durch die Kunden, sondern wie gesagt, ich werde mir dann Mühe geben, einmal im Monat eine tolle Sache zu machen, weil Star Wars läuft 2019, da brauchen wir nicht allzu viel. 2019, wie gesagt, kommt Disney Plus und alles und so weiter. Und das ist eben so, da brauchen wir nicht, das geht ruckzuck, April ist ruckzuck, ja, in 4 Monaten, also wenn wir den Monat jetzt hier mal wegrechnen, hier in 5 Monaten ist die Convention in Chicago, dann wieder 5 Monate später sind wir kurz vor Episode 9 und dann geht es ja richtig los mit Disney Plus, dann geht es richtig los mit dem Resort, da werden wir ja sicherlich irgendwie bei YouTube und durch diese Websites Geschichte überflutet werden, weil die größte Website-Firma WebDR uns dann reichlich Informationen geben wird. Also 2019 wird es richtig rund gehen. Die Figuren, die jetzt, ich habe auch mit vielen gesprochen, also wie gesagt, mit, ich sage jetzt einfach mal Sauerland und ich habe auch mit Hamburg gesprochen, dass viele keine Figuren mehr sammeln, weil die Figuren sind abkratzbar und funktioniert alles einmal falsch, zack, schon kaputt. Also Hasbro hat reichlich nicht mehr die Qualität, die früher mal war. Kenner war Qualität, Kenner hat sich Mühe gegeben und deswegen ist Kenner halt auch angesehen und deswegen sind die Preise für Kenner natürlich auch im Zenit. Ja, da kostet mal eben eine Figur richtig Geld.
wenn man die sammeln will. So, Star Wars sehe ich nicht als Sammlung, Star Wars sehe ich als, ja, als Unterhaltung. Ich bin ein Freund von Science Fiction. Und wenn gute Science Fiction laufen, so wie Killjoys oder Firefly oder andere Sachen, dann sehe ich mir das gerne an. Und das ist schön. Also die Hörbücher, die Comics etc. Macht also, wie gesagt, viel, viel Spaß mit Star Wars sich so zu unterhalten, mit Leuten zu unterhalten, die Star Wars mögen und all solche Sachen. Ne? Hallöchen! Hallo?